Ja, hallo, moin moin, liebe Motorradfreunde, hier ist Dietmar vom Motorradtest.de und ja, heute begrüße ich euch mal wieder zu einem speziellen Video. Es geht mal wieder um Kameratechnik, machen wir ja gerne in letzter Zeit häufiger, und heute möchte ich euch eine ganz spezielle Kamera vorstellen, und zwar die neue Insta360 X3, die wir von Insta360 freundlicherweise für diesen Test hier zur Verfügung gestellt bekommen haben. Eine 360-Grad-Kamera, mit der man wirklich ganz, ganz starke Aufnahmen machen kann. Und ja, in diesem Video zeige ich euch, was man da so Schönes mit anstellen kann. Wir werden halt diese Kamera ordentlich testen und spezielle Perspektiven zeigen. Wir werden auch zeigen, wie sie sich als GoPro-Ersatz schlägt, also im normalen Action-Cam-Modus. Und vor allem werden wir auch eingehen auf den Vergleich mit dem Vorgängermodell. Die haben wir nämlich bisher eingesetzt, die Insta One X2. Das ist der Vorgänger, der hieß ja noch One, warum auch immer hat Insta360 jetzt den Zusatz One weggelassen. Und ja, ihr erfahrt in diesem Video, was alles dabei ist im Lieferumfang. Wir zeigen euch natürlich jede Menge Beispielvideos, also Beispielmaterial, sowohl 360 Grad als auch Action-Cam-Varianten. Wir zeigen euch, wie man mit der App umgeht, was man auch mit der Software so anstellen kann. Und ja, starten wollen wir mit einem kleinen Unboxing. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Los geht's. So, dann beginnen wir mal ganz unspektakulär mit einem kleinen Unboxing. Ich will euch mal zeigen, was alles dabei ist bei der Insta360 X3. Im Grunde steht es hier auch schon auf der Rückseite. Hier kannst du ja mal zeigen. Da ist natürlich die Kamera, dann Ladekabel, ein Protective Pouch, also eine Tasche, Quick Start Guide und ein Lens Cloth. Wir schauen mal rein, wie das Ganze aussieht. Sehr schön gemacht, finde ich, die Verpackung. Sehr edel, so soll das sein. Das ist die Kamera, schauen wir uns gleich genauer an. Und dann haben wir hier noch diese Box dabei. Und da ist dann auch schon das Zubehör drin. Ja, da haben wir es. Hier ist das Ladekabel. Dann haben wir jede Menge Aufkleber, ein Putztuch, Quick Start Guide, Waterproofing, What to Know. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und ja, dann haben wir hier noch diese Schutzhülle, kann ich ja mal rausholen. Das ist halt nichts anderes als so eine Tasche, wo die Insta360 X3 halt reinkommt, wenn ihr sie mal transportieren wollt. Ich habe hier noch mal so ein bisschen anderes Zubehör auf dem Tisch aufgereiht, das ich sinnvoll finde, gerade für Motorradtester. Also auf jeden Fall solltet ihr euch diese Gummischutzhülle hier besorgen. Die ist auch relativ günstig. Die kann man hier einfach drüber stülpen und dann sind halt die beiden Objektive geschützt. Und dann, das ist jetzt nur ein Teil, das ist ein Teil aus einem speziellen, ja, Helm-Zubehör-Kit. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber das ist halt, ja, könnt ihr euch schon denken, das kommt hier an den Lenker vom Motorrad, zeige ich dann auch nochmal im Einsatz. Und dann könnt ihr hier die Kamera draufschrauben, die Insta360, kann ich mal machen, so wird das da einfach draufgeschraubt. Das ist ein ganz normaler Objektiv, Stativdrehverschluss, wie man den auch von anderen Kameras kennt. Und ja, was natürlich auch super spannend ist, sind die Selfie-Sticks. Die sind insofern interessant, als dass die bei den Videos quasi nicht mehr zu sehen sind. Das werde ich dann später auch mal zeigen, was es damit auf sich hat. Das hier ist der normale Selfie-Stick. Ja, den kann ich jetzt hier schon gar nicht mehr ins Bild halten. Der ist 1,50 lang. Den kann man dann hier auch draufschrauben und am anderen Ende dann die Insta360. Und da kann man dann halt herrliche Aufnahmen machen, wenn das Ganze am Motorrad befestigt ist, die so ein bisschen an Drohnenaufnahmen erinnern. Kann ich ja hier mal eine Beispielaufnahme einblenden. Und ja, wie gesagt, mit diesem Stick sind es hier 1,50. Die benutze ich bei den Tests eigentlich immer, diesen Selfie-Stick. Das reicht. Der ist dann auch nicht ganz so wackelig. Aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, kann man dann auch dieses Gerät hier nehmen. Den hat mir Insta auch dazu geschickt, fand ich ganz nett. Der ist 3 Meter lang. Also ich ziehe den jetzt hier mal nicht raus. Aber könnt ihr euch ja vorstellen, also damit kann man dann auch wirklich in Baumwipfel reinfilmen und kann dann da herrliche, ja, drohnenartige Aufnahmen machen. Das geht dann schon wirklich sehr weit in Richtung Drohne. Ja, grundsätzlich kurze Unterschiede. Ich nehme nochmal hier diese Geschichte ab, damit ihr das mal gesehen habt. Die Unterschiede zur X2 will ich mal eben kurz genannt haben. Das ist hier die X2
Und man kann es eigentlich schon einer der größten Unterschiede sofort erkennen, wenn man sich die Kameras bald von vorne anschaut. Die X2 hat hier halt so ein relativ kleines Display. Das funktioniert, aber ist halt doch, muss man ehrlicherweise sagen, ein bisschen fummelig. Also ich bin da eigentlich ganz okay mit klargekommen. Ich will jetzt auch nicht übertreiben, das ging schon. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Das ist ein ganz anderer Schnack. Wenn man sich jetzt hier die neue X3 anschaut, dann hat man hier nämlich auf einmal so ein 2,3 Zoll großes Display. Und das lässt sich natürlich viel besser bedienen als dieses kleine fummelige Display hier. Beides Touch-Displays, aber das ist halt der eine große Unterschied. Der andere große Unterschied ist, sind hier habe ich zwei Taster zum Starten der Aufnahme und hier kann ich halt den Modus wechseln, 360 Grad von 360 Grad in ja die einzelnen Objektive. Hier sieht man jetzt das vordere Objektiv, hier kann ich jetzt in das äußere Objektiv wechseln und hier wieder zurück in den 360 Grad Modus. Das gibt's hier nicht. Hier gibt es nur einen großen Knopf, mit dem ich, also bei der X2, mit dem ich die Aufnahme starte und das war es dann auch schon. Hier an der Seite ist dann nur der An- und Aus-Knopf und bei der X3 habe ich dann hier auch noch einen sogenannten Q-Button, einen Quick-Button. Mit dem kann ich schnell Zugriff auf selbst definierte Presets quasi ermöglichen. Das heißt, ich kann mir hier selbst spezielle Modi einrichten und die dann hier ganz schnell auswählen. Das habe ich jetzt mal nicht gemacht, weil ich das so ein bisschen einfach halten wollte, das Video. Ja, also das ist schon mal ein großer Unterschied. Dann gibt es auch so kleinere Unterschiede bei der Abdeckung. Ihr seht hier bei der X2 habe ich die Abdeckung schon abgenommen, weil sie immer so ein bisschen genervt hat. Hier bei der X3 ist die Abdeckung wesentlich schlauer eingebaut. Die kann man auch abnehmen, aber da lasse ich sie eigentlich drauf. Das stört mich nicht weiter. Und ja, beide haben hier einen Akkuschacht. Und ja, der Akku ist bei der neuen X3 ein bisschen größer geworden, 1800 mAh stark, 1630 war es bei der X2, aber die Akkulaufzeit ist vergleichbar, ungefähr 80 Minuten. Das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, mit, was ihr dreht, ob ihr nun 360 Grad dreht oder 4K oder im Action-Cam-Modus, aber bummelig 80 Minuten sind 360 Grad Modus drin. Das ist doch schon mal sehr erfreulich, bei beiden eigentlich. Und ja, beide Kameras sind auch nach IP, X8 heißt das, glaube ich, der Schutz, wasserdicht bis 10 Meter Wassertiefe. Das heißt, ihr könnt tatsächlich mit diesen Kameras, vor allem auch mit der X3, ins Wasser springen und unter Wasseraufnahmen machen. 360 Grad Wasseraufnahme. Also wenn ihr Aquarium habt, könnt ihr das Ding doch gerne mal reinhalten. Das bringt sicherlich ganz viel Spaß. Die Abmessungen der beiden Probanden sind ähnlich, wobei die neue X3 ein bisschen dicker geworden ist. 29,8 mm versus 33 mm. Also die X3 ist ein bisschen pummeliger geworden von der Größe, also von der Höhe und von der Breite ist es vergleichbar, da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Sie ist allerdings auch ein bisschen schwerer geworden. Die X3 wiegt jetzt 180 Gramm und die X2 wog 149 Gramm. Das sind 30 Gramm Unterschied und die merkt man tatsächlich. Es ist jetzt nicht so, dass diese 180 Gramm mich jetzt großartig stören würden, aber es ist schon ein kleiner Unterschied. Da war die X2 dann doch tatsächlich noch ein bisschen leichter. Was die Auflösung angeht, 360 Grad Auflösung sind beide Kameras gleich gut, wenn man so will. 5,7K mit 30 Bildern pro Sekunde können beide Kameras. Allerdings ist der Sensor bei der X3 größer geworden. Das ist jetzt ein 1 zu 1,5 Zoll großer Sensor. Hier bei der X2 war der noch ein bisschen kleiner. 1 zu 2,3 Zoll. Und deshalb ist die Bildqualität, das darf ich schon mal vorwegnehmen, bei der X3 tatsächlich auch ein bisschen besser als bei der X2. Da sind jetzt keine Welten dazwischen, soweit würde ich nicht gehen, aber gerade im Action-Cam-Modus ist das wirklich ein Unterschied. Da kommt gleich auch ein paar Beispielvideos, wo ich euch das zeige und da werdet ihr sehen, wenn ihr die X3 vielleicht auch mal als GoPro-Ersatz einsetzen wollt, also nur ein Objektiv mit 170 Grad, dann sind die Aufnahmen tatsächlich doch wesentlich besser. Aber auch bei den 360-Grad-Aufnahmen, finde ich, hat die X3 tatsächlich hier die Nase vorne. Das merkt man dann schon. Ja, ansonsten haben beide die Flow-State-Stabilisierung, also eine Bildstabilisierung, elektronische, die ist bei beiden gleich gut, würde ich mal sagen. Ein Unterschied ist noch im Bereich Fotografie. Hier mit der X3 könnt ihr 72 Megapixel große Fotos schießen. Mit der X2 sind es dann nur 18 Megapixel. Da hat die X3 also auch noch ein bisschen zugelegt, wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, Fotos, also ich zumindest schieße jetzt relativ selten Fotos mit diesen Kameras. Aber wenn man es mal macht,
dann ist das mit der X3 natürlich auch eine Ecke besser. Also jetzt muss ich mal hier auf meinen schlauen Zettel schauen, ob mir noch irgendwas anderes aufgefallen ist. Ja, die maximale Datenrate, das ist ja auch immer ein Hinweis für die Qualität bei den Videos, liegt hier bei der X3 bei 120 Megabit pro Sekunde, bei der X2 waren es noch 100 Megabit. Das heißt, es sind einfach mehr Informationen in den Videos drin, was dann natürlich auch der Qualität der X3 zuträglich ist. Ja, das war's zum Thema Unboxing und in erster Datenvergleich. Und dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Bildmaterial. Wir fangen mal an mit 360 Grad Bildmaterial. Jetzt geht's also rauf aufs Motorrad und ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Dranbleiben. Ja, wir starten mal mit der typischen Ich-Perspektive. Hier seht ihr die X3 vorne auf dem Lenker und jetzt habe ich ja, beide Aufnahmen jeweils in der gleichen Position gemacht. Unten die Aufnahme mit der X2, oben mit der X3. Wenn man auf die Bäume guckt, dann sieht man oben die Bäume bei der X3 sind dann doch ein bisschen schärfer. Ich zeige euch jetzt 5 Aufnahmeperspektiven. Das sind solche, die wir bei unseren Tests regelmäßig einsetzen. Hier die zweite Perspektive. Dazu kommt die Kamera auf einen Stick und dann nehme ich den sogenannten Tiny World Modus. Ja, die Kamera ist jetzt jeweils 1,50 Meter über meinem Helm. Man sieht den Selfie-Stick nicht, wie ihr schön sehen könnt. Und rechts die X3, wieder ein Tucken schärfer für meine Augen, links die X2. Jetzt kommt die Perspektive 3, das ist so eine seitliche Perspektive. Dazu wird der Stick auch ganz ausgefahren und ja, nach links vorne gestreckt. Unten die X2, die scheint mir hier ein bisschen farbenfroher zu sein bei dieser Aufnahme. Oben die X3, da sehe ich auch so ein leichtes Problem beim Stitching. Habe ich sonst ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ist irgendwie wahrscheinlich bei der Aufnahme ein bisschen in die Hose gegangen. Aber gut, kann mal vorkommen. Aufnahmeposition 4 hinten am Hinterrad. Und ja, das Schöne ist, man kann halt während der Aufnahme, das zeige ich euch gleich nochmal bei der Software, den Winkel dann einstellen. Links wieder die X2, rechts die X3. Die X2 ist mir ein bisschen zu dunkel hier. Das macht die X3, finde ich, besser. Das liegt vielleicht am Gegenlicht. Auch nicht ganz so einfach für die Kamera. Und die 5. und letzte Position hier über dem Auspuff. Einfach auf der anderen Seite. Ähnliche Perspektive mit Blick auf das Hinterrad. Links wieder die X2 und rechts die X3. Ja, macht euch selbst ein Bild. Ich finde hier insgesamt die X3 dann doch ein bisschen ausgewogener. So, jetzt wollen wir die beiden Probanden mal im Action-Cam-Modus vergleichen. Die X3 ist hier zumindest vom Datenblatt her klar im Vorteil, weil sie halt ja auch in diesem Modus 4K-Videos drehen kann mit 30 Bildern pro Sekunde. Das schafft die One X2 dann leider doch nicht so ganz. Hier habe ich jetzt 1440p eingestellt, dafür aber mit 50 Bildern pro Sekunde. Aber von der Auflösung her ist die X3 natürlich dann doch hier ein bisschen überlegen, muss man ehrlicherweise sagen. Beide Kameras können in diesem Action-Cam-Modus unterschiedliche Blickwinkel einnehmen. Ich habe jetzt mal bei beiden hier einen relativ linearen, vergleichbaren Blickwinkel eingestellt. Man kann also auch, wenn man will, noch deutlich weitwinkliger hier auch im Action-Cam-Bereich filmen, wenn es denn sein muss. Aber gut, ich habe jetzt halt einen Modus ausgewählt, der für meine Begriffe bei beiden Kameras zu einem ähnlichen Blickwinkel führt, damit man das Ganze hier ein bisschen besser vergleichen kann. Ja, ich quatsche die ganze Zeit, damit ihr auch ein bisschen einen Eindruck bekommt von der Audioqualität der beiden Kameras. Ich schalte jetzt immer mal so ein bisschen hin und her und blende das dann ein. Dann könnt ihr euch da auch ein Bild von machen, die beiden Kameras sind montiert hier auf dem Käfig, absolut auf gleicher Höhe und auch in gleicher Entfernung zu mir. Insofern ist das, denke ich mal, ein ganz guter Testaufbau. Ja, jetzt renne ich noch mal so ein bisschen, damit so ein bisschen die Stabilisierung eingeschätzt werden kann. Ein bisschen albern, aber ich wackel jetzt doch ganz stark hier in der Gegend herum und zu guter Letzt gehen wir noch mal ein bisschen hier ins Dunklere. Hier ist es jetzt wirklich nicht mehr ganz so hell. Und mein Kater wundert sich sowieso, was ich die ganze Zeit hier mache. Ja, das soll es mal gewesen sein mit diesem kurzen Action-Cam-Modus-Vergleich.
So, da will ich euch auch noch mal ganz kurz ein paar wesentliche Dinge zeigen, was die Bedienung angeht der Kamera. Starten wir mal mit den Knöpfen. Hier startet man die Aufnahme und beendet sie auch. Das dauert immer so einen kleinen Moment. Hier läuft dann die Zeit mit. Ich kann sie hier wieder beenden. Dann haben wir hier den zweiten Knopf. Mit dem kann man halt den Modus ändern und zwischen den einzelnen Objektiven wechseln. Also wenn man jetzt im Action-Cam-Modus quasi aufnimmt, kann man aussuchen, ob man mit der oder mit der Kamera drehen möchte. Und jetzt bin ich wieder im 360-Grad-Modus. Und ja, hier geht es dann in die generellen Modi. Hier gibt es jede Menge. Das ist der normale Videomodus. Ein Fotomodus gibt es auch. Ein Foto-HDR, Intervallmodus, Serienmodus, Starlapse, Loop-Aufnahmen, Bullet-Time. Das sind so diese wunderbaren Zeitlupenaufnahmen. Dazu braucht man so ein Zusatzgerät, so eine Kordel, mit der man quasi die Kamera um sich herum wirft. Timeshift, also das sind alles so Zeitraffer, Zeitlupe, so spezielle Aufnahmemodi, die man, also wir zumindest hier beim Motorradtest, eigentlich selten brauchen. Aber gut, gibt sicherlich andere Leute, für die das sich ein bisschen anders darstellt. Active HDR gibt es auch, das ist übrigens neu, gab es bei der X2 nicht. Das ist halt ein Videomodus, der quasi automatisch dafür sorgt, dass quasi dunkle Bereiche aufgehellt werden und helle Bereiche abgedunkelt werden. Genauso wie bei HDR-Fotoaufnahmen. Das ist doch mal super, dass es das auch für den Videobereich gibt. Und ja, hier kann man jetzt in die Auflösung reingehen. Im 360-Grad-Modus sind es, wie gesagt, 5,7K mit 30 Bildern maximal. Man kann auch auf 4K gehen und dann auf 60 Bilder. Finde ich auch interessant, weil mit 60 Frames per Second natürlich ruhigere Aufnahmen bekommen kann. Allerdings geht dann eben die Auflösung ein bisschen runter. Also wir filmen in der Regel in 5,7K mit 30 Bildern pro Sekunde. Hier an meinem Smartphone will ich euch noch mal kurz die App zeigen. Die wird auch ständig weiterentwickelt. Also da gibt es wirklich alle zwei Wochen gibt es irgendwie ein Update. Da gibt sich Insta360 wirklich viel, viel Mühe. Das finde ich sehr gut. Man kann diese App nutzen, hier quasi als, ne, ich kann es hier mal so machen, dann sieht man mich hier lustigerweise, hallo, mit einer kleinen Verzögerung. Kann man hier nutzen, ja, als Fernbedienung, wenn man so will, zum Beispiel um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen. Und natürlich kann man auch alle Einstellungen, die man an der X3 selbst vornehmen kann, natürlich auch hier vornehmen. Also zum Beispiel kann ich hier sagen, okay, ich wechsle von Action Cam in den 360-Grad-Modus. Oder hier kann ich quasi in die Belichtung eingreifen. Das ist jetzt der Auto-Modus, was die Belichtung angeht. Hier kann ich auch den Weißabgleich einstellen von Auto. Ich kann auch alles manuell einstellen, die Blende, die Verschlusszeit, den ISO-Wert und so weiter und so weiter. Den Kontrast, die Helligkeit und so weiter. Kann man alles einstellen, muss man aber nicht. Und ehrlicherweise muss ich sagen, dass wir das auch nicht tun. Also wir arbeiten ausschließlich in den Automatikeinstellungen, gehen da eigentlich gar nicht ran. Und das funktioniert auch richtig gut. Wenn überhaupt, dann finde ich, kann man hier am Farbprofil noch mal ein bisschen rumfummeln. Von Standard auf lebhaft oder auf V-Log beziehungsweise auf Log stellen. Log ist insofern interessant. Funktioniert jetzt gerade nicht. Also das geht, glaube ich, nur im Action-Cam-Modus. Wenn ihr quasi ein flaches Farbprofil haben wollt, wenn ihr quasi das Grading manuell nachbearbeiten wollt am Rechner mit der Software. Hier unten sind die einzelnen Modi, die ich euch eben auch schon bei der Kamera gezeigt habe. Aktives HDR, Bullet Time, Auto, Timeshift und so weiter und so weiter. Und hier gibt es dann nochmal weitere Modi, beziehungsweise alle Modi in der Übersicht. So eine Schnellübersicht ist das. Das ist doch alles, finde ich, sehr, sehr leicht intuitiv nutzbar. Wir benutzen immer die Software und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ja, am Anfang importiert man die Daten von der Insta360 X3 hier in diese Software und dann geht es auch schon los. Hier im Edit-Modus kann man halt, ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet, den Blickwinkel dann definieren an unterschiedlichen Stellen, sich das immer so einstellen, wie man das gerade haben will, beziehungsweise so einstellen, wie es dann am Ende, wenn man dann das File exportiert als Video, der Nutzer das sehen soll, welchen Winkel er wann sehen soll, also welchen Bildbereich. Hier zum Beispiel entweder die Monitore oder mal mich oder was auch immer. Ja, also ich will jetzt hier die Software nicht großartig erklären, das würde Stunden dauern. Es gibt hier, wie ihr sehen könnt, noch unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten zur Bildstabilisierung, zum Stitching, also zur Korrektur der beiden Linsen, zum
Bildprozess, Color Plus gibt es hier, Klarheit Plus. Also man kann die Aufnahmen dann qualitativ auch noch so ein bisschen verbessern. Und wenn man dann damit fertig ist, dann klickt man hier rechts auf diesen gelben Button und sagt Exportieren. Und dann wird halt eine MP4-Datei erstellt im 16:9 Format. Gibt auch andere Formate, aber in der Regel werdet ihr das 16:9 Format wählen. Und das könnt ihr dann ganz normal in euer Videoprojekt einbinden. Und ja, die Software ist kostenlos, gibt es für Windows und Mac und lässt sich wirklich einfach bedienen. Also ich habe da von Anfang an überhaupt gar keine Probleme mit gehabt. Finde ich eigentlich, ja, ziemlich gelungen, ziemlich prima. Ja, neben 360 Grad Videos kann man mit der Insta360 X3 natürlich auch 360 Grad Fotos machen. Wir machen das bei jedem Test hier im Falle der Yamaha XSR, machen wir immer 5 360 Grad Fotos und fügen die dann zusammen, sodass man quasi einen virtuellen Rundgang hat. Und ja, dazu braucht man nicht nur die Insta360, sondern auch noch ein Tool. Wir benutzen dazu Marzipano, um dann diese Fotos quasi zusammenzufassen zu einem virtuellen Rundgang. Es klappt auch echt super. Ja, liebe Leute, das war's dann auch schon fast mit diesem Test der Insta360 X3 bzw. dem Vergleich der X3 zur One X2. Ich habe gerade noch mal geschaut, die One X2 kostet derzeit bei Amazon 440 Euro. Die X3 kostet 100 Euro mehr, also 540 Euro. Und ja, ihr habt ja gesehen anhand des Bildmaterials, wo die beiden Kameras ihre Stärken und Schwächen haben. Ich würde mal generell sagen, die X3 ist vor allem im Action-Cam-Bereich deutlich besser. Das sieht man tatsächlich deutlich, weil sie halt 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde kann. Im 360-Grad-Bereich finde ich die X3 auch ein bisschen besser. Aber der Unterschied ist jetzt nicht so riesig, sodass ich sagen würde, wenn ihr jetzt schon eine One X2 habt, müsst ihr unbedingt updaten auf die X3. Das, glaube ich, ehrlich gesagt, ist nicht unbedingt notwendig. Zumindest nicht, wenn ihr auf die verbesserte Ergonomie, also die Bedienung, der doch deutlich besseren X3 diesbezüglich verzichten kann. Ja, ab morgen gibt es ja bei Amazon Prime Days, ich glaube zwei oder drei Tage, da müsst ihr mal schauen. Ich weiß nicht, ob es da dann noch ein Preisupdate gibt. Vielleicht könnt ihr die beiden Kameras dann noch ein bisschen günstiger abgreifen. Auf jeden Fall bei Insta360 gibt es ab heute schon gerade exklusive Angebote. Leider nicht für die X3, aber falls ihr euch für irgendeine andere Insta360 Produkt interessiert, schaut da mal rein, macht vielleicht Sinn. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis bald.